Was geht ab, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, wo nur wunderschöne Menschen zu sehen. Also du siehst heute auch wieder sehr gut aus. Danke fürs Einschalten, Freunde. Ich freue mich sehr, wir haben den neuen Song von Elif. Das Album Nacht kommt bald raus. Also, wenn ihr es noch nicht vorbestellt habt, jetzt, Link in der Beschreibung auf Amazon. Ich weiß nicht, ob noch Boxen verfügbar sind. Falls noch eine Box da ist, kauft sie euch. Wenn ihr wollt und wenn ihr könnt, logischerweise, ja. Jetzt hören wir rein bei Aber wo bist du? Elif, ich bin immer hier. Auch für euch, Freunde. Falls ihr mich sucht, ihr findet mich immer hier auf diesem Kanal, okay? Das Video ist natürlich wieder von den allerliebsten Till van Loosen. Mit immer noch dem besten Namen der Welt gefühlt, ja. Ansonsten ist der Beat von... Ach, ich bin schlecht im Beat suchen gerade, Jungs. Ich bin sehr schlecht im Beat suchen. Wo ist denn der Beat? Mann, von wem ist denn der Beat? Produced by FNSHRS. Noch nie in meinem Leben gehört, aber ich bin sehr gespannt, Freunde. Ihr wisst, ich mag Elif sehr gerne. Vielleicht ein bisschen zu gerne, wir hören rein. Link zum Original in der Beschreibung, supportet sie, Freunde, ja? Supportet sie. Immer unterwegs, irgendwo. Oh, ich liebe das, wenn allgemein, jetzt nicht bei Elif, sondern wenn Künstler so diese, ich weiß nicht, das ist nicht ganz Polaroid, ich weiß nicht genau, wie man das nennt, das sind so, genau, von so einem Film, von so einer Filmrolle, die einzelnen Szenen, so sieht das aus, wenn die sowas hier einspielen. Liebe ich. Immer unterwegs, irgendwo, 100 Messages auf meinem Telefon. Oh, wie sie Telefon betont hat, so soft. Irgendwo, 100 Messages auf meinem Telefon. Nice. Unser Jahrestag, iPhone Code. Meine Träume zu groß. Oh, ey, das ist stark, sowas zu sagen. Für dich waren meine Träume zu groß. Und ich denk mir, alles gut schon seit einer Weile. Schau nicht mehr auf die Preise. Alle hören das, was ich schreibe. Trotzdem fühle ich mich alleine. Oh, damn. Ey, ich mag es, ich betone es immer wieder. Ich mag es sehr, sehr gerne, wie sie ihren Flow change. Übrigens, das Shirt mag ich auch sehr gerne. Das ist aus der Nachtsession von... Ich weiß nicht, ist es aus der Nachtsession von Alaska? Ich weiß es nicht. Aber ich habe exakt dasselbe Shirt auch. Ich finde es sehr, sehr schön, wie sie immer nicht nur Gesang mit Rap kombiniert, so diese Mischung irgendwie und so eine ganz eigene Richtung gefunden hat, sondern auch, wie sie so viele verschiedene Flow-Variationen hier einfach hat. Schau nicht mehr auf die Preise, alle hören das, was ich schreibe, trotzdem fühle ich mich alleine. Auch starke Aussage, alle hören das, was ich schreibe, trotzdem fühle ich mich alleine. Was lässt mich nicht los? Und ich frag mich ständig, wieso? Egal, wo ich auch war, ich denke immer nur an dich, kommst du heute oder nicht? Komm gar nicht mehr drauf klar. Was bedeutet das für mich? Ey, mein Kopf ist so gefickt. Ich hab's geschafft, aber wo bist du? Oh, Jungs, Mädels, Leute. Warum? So gefickt. Ich hab's geschafft, aber wo bist du? Damn. Wieso fühl ich mich alleine? Alles Gold, aber wo bist du? Wieso fühl ich mich so scheiße? Was für eine unfassbare Kontrolle sie über ihre Stimme hat. Wie geht das? Wie geht das? Ich kriege es manchmal nicht mal richtig raus, bei der Begrüßung einen normalen Satz hinzubekommen. Dann kommt immer so ein Hallo, ich bin Flo raus. Und sie hat eine so krasse Kontrolle über ihre Stimme, das ist heftig. Alter, wo bist du? Diese Welle, die sie bei diesem Du drin hat. Holy shit. Ja, auch heftig, wie sie auf diesen Boden klopft im Musikvideo. Ich finde allgemein die Musikvideo-Performance lässt den Song einen immer viel, viel mehr fühlen, wenn man sieht, dass der Artist selbst das auch krass fühlt. Ganz kurz, ich weiß, ich pausiere sehr oft, Freunde, ihr wisst es bei mir, aber auch sehr, sehr schöne Szene, wie sie hier das Fenster runterlässt. Sie sieht ihn in der Spiegelung im Fenster, lässt das Fenster runter und er ist weg. Also sie sieht ihn immer irgendwie oder sie hat immer diese Gedanken an ihn. Und wenn sie denkt, okay... Oh, wie soll ich sagen? Oder sie kriegt diesen Gedanken nicht zu fassen, oder? Er ist immer da, aber es ist nur so ein Schein. Nur so ein Schein. Nur die Erinnerung bleibt. Das nehme ich aus dieser Szene mit dem Fenster sehr, sehr cool umgesetzt. Das sieht sehr nice aus, Mann. Damn. Kennt meinen Namen, doch keiner sagt ihn, wie du ihn sagst. Das sind Zeilen, die unter die Haut gehen, Mann. Ich lächle in die Kamera, doch wie es mir wirklich geht, hat keiner gefragt.
Und ich denk mir, schon verrückt, was jetzt passiert ist. Fühlt sich an, als wenn's ein Spiel ist. Merke nicht mal, wenn zu viel ist. Frag mich, wieso du nicht hier bist. Irgendwas lässt mich nicht los. Die Beatpause war so schön. Und ich weiß jetzt langsam, wieso. Egal, wo ich auch war. Ey, ganz kurz, Freunde. Ich hab's noch nicht gesagt, aber schöne Frau. Ich denk immer nur an dich. Kommst du heute oder nicht? Komm gar nicht mehr drauf klar. Was bedeutet das für mich? Ey, mein Kopf ist so gefickt. Ich hab's geschafft, aber wo bist du? Ey, das ist wirklich krass, wie sie das so kontrollieren kann. Das geht nicht in meinen Kopf rein, wie das geht. Es geht nicht rein in meinen Kopf. Wieso fühle ich mich alleine? Alles Gold, aber wo bist du? Wieso fühle ich mich so scheiße? Bei der Preis war all das wirklich du. Ich schwör, ich wollte es mit dir teilen. So viele Shows, aber wo bist du? Damn. Ich fühle mich so alleine. Damn, ey. Das sind krasse. Holy shit, das sind krasse Aufnahmen. Also. Weiß nicht. Das geht halt echt unter die Haut. Gerade. Allgemein bei. Nicht nur bei Elif, aber ihr wisst, mich catchen solche echten Sachen einfach viel, 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 viel mehr als dieses 0815-Gelaber, was ja auch obvious ist. Und ich habe immer. Ich sag's sehr oft, aber ich habe sehr, sehr großen Respekt vor Leuten, vor Musikern, die das mit der potenziellen ganzen Welt teilen, was sie Tag für Tag fickt oder was sie Tag für Tag beschäftigt. Das ist nicht einfach, sich Millionen von Menschen potenziell zu öffnen, die man gar nicht kennt, aber die alles von dir kennen. So, die wissen, was für eine Scheiße du durchgemacht hast und was in deinem Leben kacke gelaufen ist und was du zu strugglen hast. Und du sagst es ihnen einfach, du öffnest dich so 100%. Das ist immer, da habe ich sehr, sehr großen Respekt für, das ist ganz krass. Ich erfahr, ich denk immer nur an dich, kommst du heute oder nicht? Komm gar nicht mehr drauf klar. Auch diese Melodie, wie sie sich langsam aufbaut, sehr, sehr schön. Was bedeutet das für mich? Ey, mein Kopf ist so gefickt. Ich hab's geschafft, aber wo bist du? Wieso nice! Bin ich alleine? Alles Gold, aber wo bist du? Ey, auch das Video. Nochmal schaut uns an Till van Loose und alle anderen, die irgendwie an diesem Musikvideo mitgearbeitet haben. Das sind teilweise irgendwie sehr simple Sachen, die aber unglaublich gut umgesetzt worden sind. Gerade auch diese eine Change, wo sie auf dem Auto steht so und dann kommt ein Cut im Studio, wo sie genauso sitzt und das einfach perfekt gepasst hat vom Change her. Fühl ich mich alleine? Alles Gold, aber wo bist du? Wieso fühl ich mich so scheiße? Bei der Preis war alles wirklich du. Oh. Damn. Ich freue mich so auf Nacht. Ich freue mich wirklich sehr, sehr doll drauf, Leute. Deswegen, nochmal jetzt, wenn ihr Elif supporten wollt und könnt, Link zum Album in der Beschreibung, gönnt euch die Box sehr gerne, würde mich freuen. Und gönnt euch auf jeden Fall das originale Video, falls ihr es jetzt das erste Mal gesehen haben solltet. Ist mir sehr wichtig, Freunde. Ansonsten, kleines, großes Mini-Fazit, habe ich lange nicht mehr gesagt. Was soll ich sagen? Ihr wisst, ich mag Elif sehr gerne und ich, bis jetzt kann ich sagen, dass mir jeder Song von Nacht gefällt, auch gerade, weil die so unterschiedlich sind von der Atmosphäre her, vom Feeling her. Es passt alles unter den Deckmantel Nacht, aber es ist doch sehr unterschiedlich, aber nicht zu unterschiedlich, dass es nicht in sich gebunden ist. Also es wirkt alles sehr, wie nennt man das, sehr griffig, sehr einheitlich, aber nicht Copy-Paste-mäßig. Es ist alles für sich, es ist wie ein Buch und jedes Kapitel ist ein eigener Song. Aber es passt trotzdem zusammen. Wisst ihr, was ich meine? Kann ich meine Gedanken gerade hier ausdrücken irgendwie? Ich hoffe schon. Ansonsten, ich fand diesen Refrain unglaublich schön. Mit der schönste von Elif bis jetzt, den ich gehört habe zumindest. Weil es einfach bewundernswert ist, was sie mit ihrer Stimme anstellen kann. Wie ich schon meinte, was für eine Kontrolle sie darüber hat. Und das ist, wie gesagt, auch ein sehr, sehr krasses und persönliches Thema, was, glaube ich, jeder irgendwie hat. Dass man halt irgendeinen Menschen, muss jetzt ja nicht Freund, Freundin gewesen sein, auch einfach ein guter Freund, Familienmitglied irgendwie oder irgendjemanden, zu dem man keinen Kontakt mehr hat oder weil irgendwas vorgefallen ist, man aber trotzdem halt diese Erinnerungen hat, die immer wieder kommen, in bestimmten Situationen an diese Person denkt. Also kann man da auch gut relaten und es ist ein sehr, sehr schönes Ding geworden, Freunde. Lasst auf jeden Fall dann nochmal einen Aufruf, einen Daumen nach oben, da würde mich sehr freuen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video, bleibt fresh, so wie immer und ciao.